Okay, jetzt müssen wir ihn hier eskortieren. Das kann auch nochmal lustig Oh, werden. verdammt. Wir müssen jetzt halt die ganzen Noose-Einheiten umbringen. Ah, ich krieg... Ah, okay. Mann, geh mir ein bisschen aus dem Weg hier. Ich kann nichts machen. Ey, Leute, lasst mich in Deckung. So, ich kann nichts machen. Ich habe echt keine Waffen fast. Fast nichts. Ja, keine Sorge, ich kann die meisten Gegner hier eliminieren. Das ist einfach zu viele, ey. Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play GTA Online. Und heute zocken wir jetzt endlich mal das Finale von dem Gefängnisausbruch. Und mit dabei ist wie immer der Sioncho. So ist es, hi. Aber wir wollen uns jetzt nicht so drum herum reden oder drum herum labern. Wir fangen jetzt einfach mal direkt mit dem Job an. Seid ihr alle bereit? Jo, okay. Da ist es auch wieder so, dass wir alle eigene Rollen haben beim Finale. Jo, musst du halt zuteilen. Also ich glaube, am spannendsten ist es, wenn wir die beiden sind, die ins Gefängnis fahren. Da ist, glaube ich, am meisten los. Ich glaube, ja. Ich glaube auch. Hey, good work, people. Great job. Nice, we're still in business. Very well done. All of you. Very, very non-incriminating. Yes, that's the word I'm looking for. You know, it's ironic, given we, Maybe now's not the best time to discuss irony. God, what is wrong with me, you know? I'm usually such a high achiever, you know, for a criminal. So, before we remove Professor Reshkovsky from his unwelcome stay in prison, we've got to clean up a few other loose ends pertaining to the case. Yes, it's a killing, but no, it's nothing immoral at all. Just lawyers. Well, the professor's old business associate and two lawyers, but really it's all the same. I mean, I always say, if you can't kill a couple lawyers to bend the law to your will, then who can you kill, right? Oh, here they are. Gavin Vandeloup and Josh Sherman. Get them on the way to City Hall. Get the documents they're carrying. The business partner is Dima Popov. Extremely rich, extremely paranoid, and extremely horrible. Don't cry for this guy. No one else will. He's renting a place up in Richmond Glen. Just him. And a huge security team. Get close to him, take him down, and after that we should be ready to go. Warte mal, ich glaube, das ist noch gar nicht das Finale. Wir müssen nämlich Anwälte umbringen, hat der gerade gemeint. Das hört sich noch nicht so ganz nach dem Finale an. Doch, doch, das ist auf jeden Fall, glaube ich, das Finale. Okay, wir werden's sehen. Jojo. Ich wette dagegen. Na gut, du musst wieder irgendwas einstellen. Ich kann gerade nichts machen, außer auf die Karte zu gucken. Ja, ich glaube, jetzt werden so, glaube ich, die Anteile fast... Oh, verdammt. Das ist eine Nebenmission der Vorbereitung. Also, sag ich mal... Ja, sag ich doch. Noch nicht das Finale. Ja, stimmt. Aber egal, das wird so nebenbei passieren. Egal, können wir jetzt auch noch machen. Du hast an mir gezweifelt. Okay, Ja, nee. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, das wäre jetzt wirklich schon total der Abschluss. Weil es stand hier auf der Plantafel, das ist jetzt die Abschlussmission und... Naja, hier steht halt noch, dass es jetzt hier eine Mission in einer Mission ist. Siehst du, hier steht Abschluss. Wo ist denn mein Auto? Ach. Ich fahr mit meinem Auto. Ich hab kein Auto. Och, verdammt. Wessen Auto ist das hier? Keine Ahnung, nimm's einfach. Game Junkies. Egal, der fährt mich schon. Moment mal, wir müssen uns doch irgendwie... Ja, ich muss ja woanders hin wie du. Ja, stimmt. Daysa, komm mal zu mir irgendwie. Ah, hier ist er. Hier ist er. Okay, der wird mich halt eben fahren, ich glaube. Ja. So, wir sind bei einer Villa. Du bist, glaube ich, irgendwo in der Innenstadt, oder? Ja. Aber hier sieht man das Auto jetzt schon von innen. Das ist ziemlich geil. Also. Ja, man hat halt, also falls du jetzt den Kuruma meinst, man sieht halt ja, ziemlich den wenig. Beim Autofahren. Ja, man sieht wenig, innen. Aber man ist extrem gepanzert halt. Wow, Alter, das sah so aus, als würde mich... Boah, ich habe richtig Panik gekriegt als Beifahrer. Ich habe auch gerade die größten Fahrskills am Laufen. So, jetzt aber. Aber er schlägt sich nicht schlecht. Sind nur noch 500 Meter. Alles klar, wir sind schon da. Oder ich? Noch 300 Meter. So, dann gehen wir halt eben zum Aussichtspunkt und von dort aus... Bei mir kommt eine Zwischensequenz. Nee, ich glaube nicht. Bei mir doch. Okay. Naja, ist ja egal. Warte, nee, ich will nicht ins Auto einsteigen.
Alter, wie der sich beeilt, einfach beim Leitern klettern. Also, wir müssen jetzt einfach wegsnipern. Seid ihr schon beim Snipern? Nee, noch nicht. Wir haben es noch nicht geschafft. Aber ich bin... Ach ja, ich setze die Maske auf. Moment. Whoops. Oh, Maske wäre nicht schlecht, lieber. Jo. Warte, bis die Staatsanwälte im Rathaus ankommen. Okay, von hier aus habe ich einen guten Aussichtspunkt erwischt. Schießt nicht, bevor sie ausgestiegen sind. Okay. Ich gehe rechts und... Der Daystar übernimmt, glaube ich. Also ich übernehme die linke Seite, der Daystar die rechte Seite, falls die von der Seite kommen. So, ich muss hier rein. Oh. Oh, fuck, da kommen sie. Okay, weißt du was? Ich nehme den vorderen, du nimmst den hinteren Daystar, okay? Bei uns flieht das Ziel, Hilfe. Okay, geschafft. Sag mir nicht, ihr habt jetzt die irgendwie entkommen lassen. Nee, oder nee, so. Er flieht nur, aber das passt schon. Wir haben den gleich. Da ist hier irgendwo um die Ecke nur. Komm, wo bist Und du? Wir haben drei Sterne. Was, ihr habt drei Sterne? Das, wir haben nichts. Ja, wir sind richtig okay, am Ende. Dann. Wir sind, er ist kaputt. Es ist vorbei, sage ich dir fast. Wir haben gar keine Sterne. Wir sind hier wahrscheinlich Warum kann irgendwo ich nicht runter? In einer abgelegenen Region, wo das keiner merkt. Jetzt geh doch runter. Nein, Game Junkie, weg hier. Okay, ich steig ins Auto. Ich steig gleich aus. Hol die Unterlage. Unterlagen? Musst du was holen, oder was? Ja, ich steig aus. Dann habt ihr den schwierigen Und jetzt steige ich wieder ein. Jetzt komm. Wach. Okay, wir haben sie. Der Kuruma ist einfach ein Traumauto, sage ich dir. Bei den Cops. Die Cops können nichts machen. Man wird einfach nicht beschädigt. Jupp, das stimmt. Was war das denn jetzt? Bug das hier gerade. Der ist sogar billiger als der Oldtimer. Aber kann viel mehr. Ja, aber ich finde den Oldtimer einfach cooler. Ja, also, stimmt. Den Casco, sage ich mal. Ich habe noch kein Geld dafür. Hab gerade mal erst hier so fast, ja, fast 400.000. Aber, naja, ich finde das Auto, besonders bei diesen Missionen, das lohnt sich einfach total. Ich glaube, man kann diese ganzen Missionen wie Stress auf dem Dach oder so, okay, man kann jetzt aus diesem Auto, glaube ich, nichts rausschießen. Ne? Man ist komplett gepanzert, man kann also nicht schießen, man muss eben aussteigen, um Haftbomben oder sowas zu werfen. Aber, ja, Fakt ist halt eben... Ja, es macht die ganze Mission auf jeden Fall einfacher. Das ja, ist das klar. Macht es wirklich viel einfacher, weil man absolut geschützt ist. Vor den Cops auf jeden Fall. Vor den Spielern ist halt eine andere Sache. Ja. Weil da gibt's halt so eine Stelle, wo man draufschießen kann. Und dann wird man halt eben erwischt. Okay. So, wir müssen jetzt zurück und dann sind wir schon fertig. Jo, liefer die Unterlagen im Planungsraum ab. Ja, dann haben wir diese Vorbereitungsmission auch geschafft. Und dann machen wir auch wirklich dann den Heist, denke ich mal. Okay. Und dann, ja. Bei dir, glaube ich, vor uns da. Und ich glaube, das beendet irgendwie synchron oder so. Keine Ahnung. So. Abgeliefert. Die ersten Unterlagen sind da. Ach so, warte mal. Nee, ist schon alles fertig. Guck. Echt? Ja. Oh, geil. Oh, Daystar, ganz unten. Nein! Yeah, ich hab Platin! Ich habe dieses Mal endlich Platin geschafft. Oh, dammit. Ach, da freut mich. Und jetzt machen wir den Haste direkt unmittelbar danach. Also sag ich doch, das ist eine Mission in der Mission. Ach so, okay. Jo. Kommt jetzt, glaube ich, noch eine Cutscene. Das auf jeden Fall. Puh, okay. Los geht's, ne? Ab zum Finale, diesmal wirklich, come on. Das ist jetzt wirklich das Finale. Sie auf jeden Fall, ja, hundertprozentig. So. Dann stell mal ein. Got a bit of a problem. Some asshole got wind of what we were up to. Apparently killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. Anyway, now I'm told they put a price on the professor's head, so we gotta move. Now, is that clear? Can we get going? All right. And remember, the professor's paying you, not me. Not me at all. So keep him alive. Based on this inmate transfer schedule, Bolingbroke are expecting a new arrival. One of you is going to intercept the transport, make sure it doesn't get there. Two of you are going to be taking our prison bus and making your way into the facility in its place. You'll be playing inmate and guard. Stay in character as long as it's useful, then make your way to the rooftops. I'll get on the radio and give you a path to the prof. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Whoever stole the bus will be bypassing the prison and torching it somewhere discreet.
After that, it's just a matter of getting your guy out of the clink and getting him onto the plane. Everyone flies out of there except for the bus thief. Professor Reshkovsky takes control of the plane. The three of you on board take a jump. The professor's out of U.S. airspace and reunited with his precious car. Simple. Should be the easiest money you'll ever make. Speak soon. Ja, also, ja, das ist es dann. Wow. Also gut, ich mache dann halt eben 25% für jeden. Mhm. Nein, nicht ready. Ich muss irgendwie... Kannst du mir die Rollen zuweisen? Sprengtrupp, Wärter. Ja, Wärter und Sprengding. Genau das sind wir. Nein. Prison, also... Ich will der Häftling sein, ich bin der Häftling. Ja, und ich muss der Offizier sein. Der Gefängniswächter. Ich weiß nicht. Gefängniswächter-Typ. Auf jeden Fall, der Häftling macht schon ziemlich viel. Na egal, soll ich hier irgendeine Rolle zuordnen? Ja, Gefängniswächter-Typ muss ich sein, damit wir zusammen sind. Wärter. Genau. Sprengtyp. Ist halt so spannender, denke ich mal. Okay, so machen wir es, ne? Ich bin ready. Alle sind ready. Alles klar. Let's go. Los geht's dann. Und da gehen wir. So viele Tattoos, Mann. Auf geht's. Ja, ich bin halt sehr tätowiert. Willst du dir im echten Leben auch mal ein Tattoo machen lassen? Nee. Nee, okay, ich auch nicht. Das kann man hier wieder wegmachen. Stimmt. Wohin? Mit meinem Cheater. Ich stehe den Gefängnisbus. Ich fahre mit BMX. Okay, mit BMX? Nein. Okay, wir sehen uns in 2 Stunden. Nimm's mich mit, komm. Wo bist du? Da. Hier. Steig ein. Wir müssen sowieso erst zum Bus fahren, also. Ja. Magst du markieren, wo wir hin müssen? Ja, mach ich mal. Okay, gut. So, dann zeig ich dir jetzt mal, wie man richtig Auto fährt. Mit Skill. So, ungefähr habe ich jetzt so markiert, sag ich mal. Alles klar. Ich weiß ja nicht, ob du es zugeben willst, aber bei den letzten Rennen, die wir da mal gefahren sind, hast du in deiner Master-Disziplin ein bisschen versagt. Das war aber mega Pech, also mega Glück, du hattest ultra Glück einfach. Ja, immer auf das Glück. Ja, ja, wir sind halt 2 Rennen gefahren und ja, ich habe halt verloren gegen Sioncho und... Gegen mich. 2-mal am Stück und das war, aber ich schwör's dir, das war 2-mal einfach eine halbe Sekunde zu langsam. Nur 0,3 Sekunden habe ich mir ausgerechnet sogar. Naja, so, ich hab halt am Ende ein bisschen, naja, verkackt, ne? Jo. Das ist ja richtig bitter gewesen. Kann ja gar nichts gerade. Freust du dich denn schon auf die PC-Version? Da wollten wir auch ein bisschen drüber reden. Ja, die PC-Version ist halt... Ich freue mich auf jeden Fall auf die PC-Version. Ich meine, ich werde sie mir mal holen. Auf jeden Fall. Der PC reicht hoffentlich aus. Hab ja eine neue Grafikkarte installiert. Also wer jetzt irgendwie das vorletzte Diskussionsvideo mit iCrimex gesehen hat, das so über 10 Minuten ging mit mir, der weiß dann halt eben, dass er gehört hat, dass ich einen scheiß PC habe, scheiß Grafikkarte. Und so habe ich jetzt ein bisschen aufgerüstet. Läuft auch wirklich deutlich besser. Ich weiß noch nicht ganz, ob das wirklich ausreicht, um GTA wirklich in sehr schöner Qualität zu spielen. Aber ja, wird hoffentlich reichen. Dafür wird es, glaube ich, denke ich, reichen auf jeden Fall. Und das ist dann, denke ich, auch nicht das Wichtigste, sag ich mal, die Qualität hier von dem Bild. Ich denke auch mal, wenn du auf niedrig spielen kannst, wird schon irgendwie reichen. Nee, niedrig nicht. Meine Grafikkarte kann mehr. Was hast du denn jetzt für eine? Eine Nvidia GTX 660 OC, glaube ich, ja. Okay, ja, die ist ein bisschen älter schon, aber könnte noch funktionieren. Wie? Ja, ich weiß, die ist älter, aber die war damals richtig Hammer. Ah, okay. Und ja, die ist besser als die 57 Ti, aber... Das ist zu viel Fachchinesisch, würde ich mal sagen im Moment. Schon. Naja, am meisten freue ich mich eigentlich auf die Mods. Ich meine, vom Content her, von Rockstar wird wahrscheinlich nicht sehr viel dazukommen, schätze ich mal, für die PC-Version. Ja, also einige DLCs würden, denke ich, schon noch dazukommen. Also, ja, also die DLCs, die jetzt schon existieren, aber zum Launch wird dann zusätzlich, glaube ich, nicht sehr viel kommen. Nee, zum Launch kommt gar nichts, glaube ich. Jo. Nee, nur dieser Editor-Modus, also den Video-Editor-Modus. Genau. Und neuer Radiosender halt. Yay. Ja, ein neuer Radiosender, einer. Jo, deswegen hoffe ich da, dass die Mods ziemlich viel neues, cooles Zeug reinbringen werden. Bin ich mal gespannt. Ja. So, jetzt bringe ich mich in den Gefängnisbus. Genau. Ich muss den fahren, glaube ich, weil du bist ja der Häftling. Und wenn der Häftling den Bus fährt, ich glaube, das ist ein bisschen auffällig. So. Ja, ich steig mal ein. Wobei, was mir gerade auffällt, warum brauchen wir einen ganzen Bus für einen Häftling? Ja, das ist halt normal, ne? Okay. Das ist halt Standard.
bist du so ein Schwerverbrecher, dass du einen eigenen Bus brauchst. Nee, ohne Witz, wie willst du mich denn transportieren? Also, weißt du, weißt du, wie du mich denn sonst transportieren würdest? Durch den Gefängnisbus? Es gibt schon wirklich Leute, da werden halt mehrere transportiert, aber jetzt so einer, der eingefangen wurde, der wird jetzt auch vom Gefängnisbus abgeholt, ne? Okay. Einen Streifenwagen kann ich mir auch vorstellen, aber keiner kommt mit Streifenwagen. Halt, aber, Ja, keiner kommt damit rein. So. Naja, sind noch 400 Meter. Auf zum Gefängnis, dann, mal schauen, ob wir reinkommen. Wie ich gerade rumfahre, eher nicht. Kommen wir auf jeden Fall rein, glaube ich. Come on. So. Hallo, Kollegen. Wir haben eine wichtige Lieferung. Puh, los geht's. Darf ich mal? Ja, dankeschön. Ich bin's, der Peter. Schau mal vorbei. Jetzt bin ich aber richtig aufgeregt ein bisschen. Danke. Hi, ich bin's, der Peter. Da mal rein. Ja, gut. Ich habe jetzt RP bekommen dafür, dass ich da reinkomme. Wow. Ich nicht. Du hast ja nichts gemacht. Wie sieht denn das im First-Person-Modus aus? Wow. Sitzt du ganz hinten? Nee, nicht ganz. Ja, nee. Zweite Reihe. Sieht geil aus, muss ich sagen. Mhm. Okay, und jetzt ganz unauffällig rein. Wir dürfen ja nicht auffallen und ich muss dich dann transportieren quasi. Ja. Also zu deiner Zelle. Weiß nicht. Naja, was auch immer jetzt passiert, ist es halt... Okay, ich steige dich durch. Okay. Ah, du bist... Hast wenigstens Handschellen an, gut. Raus mit dir. Jetzt nicht so grob, Kollege. Ich muss grob sein, das muss realistisch wirken. Okay, nicht auffallen, nicht auffallen. Wenn wir das hier schaffen, dann kriegst du von mir eine Klatsche. Ey! nee, du bleibst hinter mir, so ist das halt. So, Entschuldigung. Sonst verlierst du mich aus den Augen. Ja, stimmt. Ich bin nur unabsichtlich nach vorne gelaufen. So, okay. Ganz ruhig. Keiner hat Verdacht geschöpft. Alles ist gut. Alles läuft nach Plan. Noch ist es nicht verloren. Was macht der Typ? Er sieht. Oh. Er hat Verdacht geschöpft. Fuck! Er hat Verdacht geschöpft. Alter, ohne Witz. Das gibt's doch nicht. Ich bin fast tot. Pass auf, ich muss meine Panzerung anziehen. Inventar, ich habe glaube ich noch eine Panzerung. Drauf hier! Den Weg, den ich dir gezeigt habe vorher. Ja, okay, diesmal schaffen wir es, glaube ich. Warum will der nicht? Okay, jetzt will er. Kletter einfach rauf, komm! Oh Mann, ich frag mich echt, warum hat es denn diesmal nicht funktioniert? Was hast du gemacht? Also. Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss man da auch entdeckt werden, vielleicht geht das gar nicht anders. Keine Ahnung. Nee, ich glaube irgendwie nicht. Hm. Also. Naja. Oh Mann, hier sind Gegner. Zu viele Gegner. Verdammt. Fuck, wie sollen wir das schaffen? Oh, verdammt. Hast du, wie viele Waffen hast denn du? Nur eine, ich habe nur noch 30 Schuss. Oh Mann. Warte, ich habe genug Waffen. Hol Waschkowski ab, der ist hier irgendwo. Der ist da ne? unten. Ja, da auf dem Boden. Wie viele kommen da bitte schon noch? Das ist ja übertrieben. Du hast viele Waffen, ne? Ich habe keine fast. Übertrieben. So, okay, ich gehe runter. Okay. Da ist einer am Abhauen. So, hier ist alles gesichert. Jetzt geht's runter, hier die Treppe. Au. Kommst du? Kleiner Unfall. Komm, einfach. Wir müssen einfach ganz schnell sein. Ich bin ja schon unten. Sonst kommt die ganze Verstärkung hier. Ich lauf schon zu ihm. Wo bist du? So. Hier hinter der hier Wand. Hier bin ich. Ich bin hier. So. I thought they were sending professionals. I collaborate and nearly get a ship for the pleasure. Just give me... Nice. There are some screws I hope we run into. Let's go! Okay, jetzt müssen wir ihn hier eskortieren. Das kann auch nochmal lustig werden. Oh, verdammt. Wir müssen jetzt halt die ganzen News-Einheiten umbringen. Okay. Mann, geh mir ein bisschen aus dem Weg hier. Ich kann nichts machen. Ey, Leute, lasst mich in Deckung. So, ich kann nichts machen. Ich habe echt keine Waffe fast. Fast nichts. Ja, keine Sorge, ich kann die meisten Gegner hier eliminieren. Das ist einfach zu viele, ey. Ach, ich ziehe eine Panzerung an. Okay, du darfst halt nicht sterben. Gut, wir haben ein Teamleben, aber trotzdem. Ich werde auf keinen Fall sterben. Ich sorge schon dafür, dass ich nicht sterbe. So, eingetroffen. Lebt aber noch. Bist du schon da?
Nimmst du den Typen eigentlich mit, weil den müssen wir irgendwie mitnehmen? Nee, ich nehme den mit, ich nehme den mit. Wir müssen jetzt erstmal das Missionsziel erreichen. Wir müssen ja einfach die ganzen Loose-Einheiten jetzt im Moment umbringen. Und ihn dann mitnehmen. Oh nee, Helikopter, pass auf, Helikopter kommt von oben. Wo ist der Heli? Ich sehe keinen Heli. Der ist ein bisschen weit weg. Ah, gut, gut, hoffentlich kommt er nicht her. Hoffentlich ist das unser Helikopter vielleicht. Da, was? Wir haben auch einen Helikopter. So. Oh Mann. Gut. Okay, du kannst, glaube ich, sicher vorrücken, mehr oder weniger. Ja, ja, ich glaube, das schaffen wir schon irgendwie. Ich gehe mal außer Deckung. Ich glaube, wir sind ein bisschen sicherer hier. Okay, hier ist noch ein Bereich, den ich clearen muss. Oh Mann, pass aufs Dach auf. Oh Mann. Weißt du, woran ich gerade denke? Hallo? Was? Ja, ich bin noch da. Ich denke gerade daran, was mit Game Junkie und Dacer ist, also wo die gerade sind im Moment. Wo die gerade sind? Keine Ahnung. Ja. Ich hoffe, also die müssen ja eigentlich nur andere Flieger abschießen, so wie ich das mitbekommen habe, Chats oder so, damit die nicht zu uns kommen. Ja, soweit ich gehört, ja, ja, kann sein, kann sein. Ich weiß nicht, was genau ihr Missionsziel ist. Auf jeden Fall ist unser Missionsziel jetzt, dass wir einfach jetzt nur entkommen können. Das wird echt nicht einfach, also bei 5 Sternen, boah. Immerhin, ne? Nicht so einfach. Nee, ist nicht einfach, auf jeden Fall. Wie geht's mit dir mit dem Leben? Alles gut noch? Du willst jetzt mit mir übers Leben diskutieren? Was ist denn los mit dir? Was? Du redest jetzt mit mir übers Leben, ey. Wir sind nee, hier ich in meine Leben und nicht über das Leben. Ich meine über so Sachen, über deine... Über deine Gesundheit. Aber doch nicht jetzt. Jetzt doch nicht. Ja, weiß ich nicht. Wie viel hast du denn verloren? Oh fuck, ich bin... Nein, nicht gut, dass ich in diese Deckung gegangen bin. Ich zieh noch eine Panzerung an. Das ja, du kannst ja was essen, das meine ich ja mit Gesundheit. Nee, ich habe einfach Panzerung im Inventar. Hast du nichts, okay. Ich habe 8 Stück gehabt am Anfang. Jetzt habe ich keine mehr, fast. Ich habe noch 5. Huah. Okay, soweit ich sehe, ist nur noch einer da übrig. Pass auf, rechts. Oh, da kommt noch Verstärkung, glaube ich. Oder? Nee. Doch. Oh verdammt, ich sterb gleich. Ah. Mach ihn fertig. Stirb! Oh, come on! Da oben auf dem Dach. Siehst du den? Was? Oben hier? Oben auf dem Dach sind noch welche. Ich sehe, aber da komme ich echt nicht ran, Kollege. Ich hab... Nein, nicht hier vorne laufen. So. Da kommt Verstärkung. Da. Noch 4 Schüsse. Okay, jetzt habe ich nur noch die eine Pistole. Also, verdammt, wird knapp. Ich brauche noch eine. Verdammt. Liegen hier nicht Waffen rum oder so? Nee. Ich brauche wieder eine Panzerung. Bin langsam so richtig abhängig davon einfach. Du bist panzerabhängig. Oder panzerungabhängig. So. Ach ja, Rushkowski ist ja auch noch dabei. Na, den Was macht nicht vergessen. Der denn eigentlich? Ich meine, ohne Witz. Der Rushkowski, der macht ja gar nichts im Moment einfach. Kommst du mit? Hier ist, glaube ich, ein Auto. Ja, ich komme. Ich beeile mich. Du hast ihn. Ich ziehe noch ein bisschen Munition ab gerade. So. Puh. Okay, einsteigen. Ich glaube, ich springe da rein. Willst du fahren? Nee, ich springe hier einfach rein. Boah, geht das nicht? Na gut, nicht? Dann fähr ich. Ja doch, geht. Rushkowski, na toll, der geht auf die Beifahrertür. Jetzt fahr. Warte, ich muss mir noch... So, jetzt fahr ich. Wir fahren zum Flughafen. Ja, okay. Weil beim Flughafen werden wir dann abgeholt, glaube ich. Okay, versuch das Auto zu beschützen. Los. So, Leute, so sieht eine Gefängnis-Truck-Zelle von hinten aus. Ach, du bist ja hinten drin. Du kannst ja gar nicht rausschießen, oder? Na, doch, geht. Okay, komisch. Geil. Komm, ich muss den Fahrer treffen. Aber ihr lenkt mir einfach zu viel, Leute. Ihr lenkt mir einfach zu viel. Ja, sorry, wenn da Autos auf der Straße sind. Mann, ich hätte mich doch lieber schützen sollen. Ah. Okay, wir sind gleich da. Keine Bange, du musst nur ja, kurz hochhalten. Mach die Tür zu. Ja, richtig, danke. Hey, das sind voll die coolen Animationen hinten bei der Tür. Sieht geil aus. Boah. Ja, aber ich bin halt nicht geschützt, weißt du? Ja. Nee, stimmt schon. Okay, ich glaube, der landet gerade, der Flieger, mit dem wir abhauen müssen. Ja, so sieht's aus. Was machst du denn? Was machst du denn?
Was? Was machst du denn? Oh nein. Nein! 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 Alter, nee, fucking Rockstar-Server, schon wieder. Was? Was soll der Scheiß, ey, Mann? Ich bin noch das drinnen. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt kommt's. Das gibt's doch nicht. Ja, du bist als einziger rausgeflogen gerade. Das gibt es doch nicht, Mann. Ja, okay, Leute, das mit den Rockstar-Servern hat mal wieder nicht funktioniert. Es ist jetzt ungefähr bei uns 19.15 Uhr, wo wir das Ganze aufgenommen haben. Und um die Zeit, wir waren kurz davor, den Überfall einfach fertig zu machen und dann das ganze Geld abzukassieren. Wir waren schon fast fertig. Ist einfach alles aus. Also wir müssen einfach alles wiederholen. Natürlich werde ich das Ganze nicht in der Aufnahme wiederholen. Wir zeigen euch, glaube ich, die Szenen noch einmal nachgeholt. Aber das ist jetzt echt krass. Ich würde mal sagen, ich beende diese Folge jetzt erst einmal, ne? Falls es euch trotzdem gefallen hat, wegen diesen ganzen Rockstar Games Servern hier. Tja, dann würde es mich trotzdem freuen, wenn ihr diesem Video auch eine positive Bewertung dalassen könntet, ne? Und schaut auch auf jeden Fall bei Seon Show vorbei, der war nämlich auch wieder dabei. Den Link zu seinem Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss. Was wir alles noch nachholen mussten. Wir bewegen uns zum Hangar, wo dann unser Freund mit dem Wellen wartet und wir dann gemeinsam dort einsteigen. Danach versucht der Pilot, die Cops abzuschütteln, während wir es uns auf den Sitzen gemütlich machen. Nachdem der Pilot die Cops abgeschüttelt hat, bewegt er sich zum Zielpunkt am Strand. Dann springen wir alle aus dem Flugzeug raus und lassen Raschkowski zurück. Dann versammeln wir uns alle gemeinsam auf dem Strand, während unser Kollege mit dem Hubschrauber auf uns wartet. Wir steigen alle gemeinsam in den Hubschrauber ein und fliegen zurück in die Stadt. Ende. Das war auch schon die gesamte Mission, der Gefängnisausbruch. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr zu Ende geschaut habt. Ich wollte euch nochmal kurz etwas am Ende sagen, und zwar, weil ich nämlich weiß, dass dieses Projekt einfach wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist, habe ich mir halt eben gedacht, dass ich dann Folgen nur von den Hauptüberfällen hochlade, denn das Projekt würde sich dann extrem in die Länge ziehen. Und da ich diese Woche einfach zu wenig Zeit habe, noch die nächste Folge rauszubringen, werden die nächsten Folgen höchstwahrscheinlich erst in den Ferien kommen. Allerdings werden wir dann, denke ich, auch neue Leute mit reinnehmen, die dann mit uns zusammen kommentieren. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr dann noch einmal einschalten würdet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao.